und meine Freunde der lieben DFX-Gruppe. Heute möchte ich mal ein bisschen über euch, mit euch labern, nicht über euch, weil wir als DFX Gaming Gruppe haben uns nämlich ein wenig was überlegt, weil wir zu einem Netzwerk eingeladen wurden. Ja, ihr denkt euch jetzt schon so, fuck, ihr habt 45 Abonnenten oder so und ihr wollt eben ein Netzwerk rein. Und jo, das wollen wir. Das Netzwerk ist das Netzwerk von dem lieben Maxwell LP. Den Link zu der Website von dem Netzwerk findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ihr seht jetzt im Hintergrund ein paar Ausschnitte von dem Netzwerk. Und ich wollte ein bisschen mit euch darüber quatschen. Das Netzwerk besteht so, ich glaube gerade so aus 5 bis 7 anderen YouTubern. Es sind einige relativ kleine dabei, so wie wir, also so in die Spanne von 40 bis 70 Abonnenten so ungefähr. Aber es gibt auch ein paar große, ich glaube 2 sind da mit über 300 drin, und der liebe Max LP, der das Ganze leitet, der hat ja 1500 und ein paar zerquetschte. Und wir als DFX Gaming Gruppe haben uns unterhalten, gequatscht, debattiert und sind im Endeffekt zum Entschluss gekommen, dass wir da mitmachen wollen. Und das hier ist jetzt sozusagen das Video an den lieben Maxwell P, dass wir seine Einladung annehmen und sagen auch dann einfach schon mal Danke dafür. Und in Zukunft werden dann auch Projekte logischerweise mit uns als DFX Gaming Gruppe und natürlich auch dann mit den anderen YouTuber des Netzwerks kommen. Zum Beispiel, dass wir als Netzwerk mal eine Runde neu aufnehmen, was weiß ich, sowas zum Beispiel, oder mal in Sales Go, was wir jetzt auf dem Kanal noch nicht gebracht haben. Kleiner Spoiler im Voraus, einfach kleiner Spoiler im Voraus, sind Spoiler nicht irgendwie immer Voraus? Alles klar. Dass wir dann zum Beispiel als Netzwerk in Sales Go irgendwie TDM machen oder sowas, keine Ahnung, oder in Projektstarten hier, sowas wie Varo oder so ein Scheiß. Und jo. Habe ich noch was zu sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt nicht viel gespielt hier auf dem Timoya Server. Es ist sowieso noch relativ früh, da ist eh keiner. Da, naja. Ja, also das war jetzt sozusagen nur ein bisschen Gequatsche, Information für euch, damit ihr Bescheid weiß, was da los ist in Zukunft. Und wir entschuldigen uns auch nochmal, dass in letzter Zeit jetzt außer das City Skylines Video jetzt nicht so aktiv Videos kam. Das liegt einfach daran, da gerade bei uns Sommerferien sind, unter anderem. Und natürlich jeder mal irgendwann wegfährt, eventuell mit Family und Urlaub und so halt. Und ja, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber das kriegen wir hin. Und ja, wie auch immer, Boys. Wenn euch das Video gefallen hat und auf Projekte mit dem Netzwerk freut, lasst doch mal ein Like da, wenn nicht so ein Abo, wir würden uns riesig drüber freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Boys, und haut da rein.